Herzlich willkommen im Tierpark Chemnitz. Hier gibt es Frösche. Was ihr hier sonst noch findet und wieso ich euch den Tierpark empfehlen würde, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Der Tierpark Chemnitz liegt am westlichen Ende der Stadt, nicht weit entfernt des Chemnitzer Neffeparks. Erreichen könnt ihr den Tierpark mit dem Auto über die A72, Ausfahrt 16, Chemnitz-Rüttloff und dann über die Kalkstraße und Pelzmühlenstraße Richtung Park. Seid ihr wie wir mit dem Zug unterwegs? Fahrt ihr mit der RB30 zwischen Dresden und Zwickau und nehmt den Bahnhof Chemnitz-Sigmar. Keine Angst! Dieser Bahnhof ist mit Abstand das Schlimmste, was ihr auf eurem Ausflug sehen werdet. Danach sind es noch ca. 10 bis 12 Minuten Fußweg, bis ihr das Ziel erreicht. Der Park hat keine große Einteilung. Zwar gibt es hier zum Beispiel eine kleine Südamerika-Anlage, einen Bereich für Kleinkatzen und das Tropenhaus, aber der Rest ist nicht groß gegliedert. Hier heißt es also entdecken. Entdecken mussten wir erst einmal den Eingang. Dieser ist nämlich in Chemnitz alles andere als prunkvoll und einladend. Er besteht im Endeffekt nur aus einer kleinen Holzhütte mit ein paar Regalen als Shop und einem Drehtor als Ausgang. Die ersten Tiere, denen ihr hier begegnet, sind die Tüpfelhyänen in ihrem nett gestalteten Gehege, welches ihr übrigens auch von der Rückseite oder auch von oben beobachten könnt. Das Hyänengehege ist das ehemalige Löwengehege und das erste umgesetzte Projekt des Chemnitzer Masterplans. Rechter Hand vom Eingang aus kommt ihr zur begehbaren Südamerika-Anlage, auf der sich Alpakas und Nandus tummeln. Die Alpakas hatten selbstverständlicherweise bei leicht regnerischem Wetter gar keinen Bock draußen rumzulaufen. Direkt neben der Südamerika-Anlage befindet sich der Bauernhof. Spätestens hier merkt man, dass es keine strenge Gliederung im Tierpark gibt. Im Bauernhofbereich findet ihr zum Beispiel Ziegen, Hühner, Schweine oder auch Meerschweinchen. Ich habe keine Ahnung, warum das Meerschweinchengehege begehbar sein muss. Und vor allem, wieso bei einem so kleinen Zaun eine Leiter vorhanden sein muss. Aber irgendwie wirkt es schon lustig. Das Gebäude ist auch hier begehbar, um eine Innenansicht der Gehege zu haben. Und über einen Hinterausgang kommt ihr auf eine große Freifläche zum Streicheln der Ziegen. Also, der Ziege. Die eine, die so wagemütig war und sich vor die Kamera getraut hat. Danach kommt ihr zu einem meiner großen Highlights des Parks, dem Vivarium. Ein von außen unscheinbares zitronengelbes Gebäude bietet so einige Schätze im Inneren. Über 40 besetzte Terrarien und Paludarien bieten für einen Park dieser geringen Größe und Besucherzahl eine beachtliche Sammlung an Amphibien. Hier findet ihr unter anderem die bekannten Färberfrösche, Baumsteiger, Laubfrösche, diverse Molch- und Salamanderarten. Hier seht ihr zum Beispiel den rauhäutigen Gelbbauchmolch. Die Attraktion dieser Sammlung sind allerdings die zwei chinesischen Riesensalamander. Ja, genau das Ding, was aussieht wie ein Stein im Wasser. Sie werden deutschlandweit nur 5-mal gehalten und gelten in ihrem Ursprungsland China als Delikatesse. Naja. Nachdem ihr das Vivarium hinter euch gelassen habt, gelangt ihr zum Flamingoteich bzw. zum Flamingohaus. Denn es war Mitte Februar und die Vögel waren natürlich im geschützten Bereich, waren aber nicht minder lautstark unterwegs. Gegenüber auf der anderen Wegseite ist das Zebragehege, welches relativ klein aussieht, aber zum Glück nur 2 Zebras beinhaltet. Wenn ich es der Karte richtig entnehme, hatten die Zebras früher mal mehr Platz. Denn hinter dem Zebrahaus befinden sich jetzt die Zwerg-Zebus. Auf der Karte sind diese allerdings nicht eingezeichnet. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr mehr dazu wisst. Geradeaus weiter kommt ihr zum Ententeich, in dem ihr allerdings auch zum Beispiel Gänse und Hühner findet. Hier habt ihr allerdings auch die Möglichkeit, euch ein wenig zu entspannen und die Aussicht zu genießen. Nachdem wir den Teich umrundet haben, kreuzen wir das erste Mal den Unritzbach, der einmal quer durch den Tierpark fließt und sehen auf der anderen Seite, rechter Hand, die Przewalski-Pferde.
Gegenüber davon kommt eine Gemeinschaftsanlage von Emus und Bennett-Kängurus, welche allerdings auch kein Interesse hatten, an diesem Tag rauszukommen. Geht man den Weg weiter, kommt man zum Affenhaus, welches leider nicht mehr das modernste ist, gerade was die Außenkäfige angeht. Aber immerhin muss ich sagen, dass jetzt scheinbar weniger Affenarten gehalten werden als früher, denn jede Art hat mehrere Außenkäfige, die zum Beispiel über Brücken miteinander verbunden sind. Von innen sieht man dann noch endlich die kleinen Äffchen. Löwenäffchen, Zwergseidenäffchen und Springtamarine tummeln sich in ihren Anlagen, welche zwar keinen Schönheitspreis gewinnen würden, aber auch nicht zu klein sind. In den nächsten Minuten ging es für uns zu den Vogelvojieren. Und hier hat sich Jenny ungefähr 100 Mal darüber aufgeregt, wie hässlich diese Gitter sind. Und naja, es stimmt, aber sie erfüllen halt immer noch ihren Zweck, könnten aber an einigen Stellen mal gereinigt werden. In diesen Käfigen war auch nicht so viel los. Die meisten Vögel waren im Warmen und die Bepflanzung wirkte durch die Temperaturen auch eher spärlich. Trotzdem konnten wir einige Fasane und eine Voliere mit verschiedenen Sittichen bestaunen. Danach wurden wir noch lautstark von einem Gelbwürzen-Kassig bestimmt, bevor er irgendwann keine Lust mehr auf uns hatte. Zwischen den Vogelvojieren findet ihr übrigens noch das Gehege der Stachelschweine. Ich glaube, es war das erste Mal, dass wir zwei so agile Exemplare gesehen haben. Agil waren auch die Bärenmakaken in ihrem großzügigen Gehege, welches ihr auch wieder von oben betrachten könnt. Ich fand hierbei allerdings die Gestaltung irgendwie seltsam, weil in der Mitte des Geheges eine trockengelegte Wasserstelle ist. Beim Nachforschen habe ich dann rausgefunden, dass hier früher zusätzlich noch Lippenbären gehalten wurden. Und tatsächlich auch bis 2006 Grizzlybären. Obwohl ich nicht weiß, ob dies in diesem Gehege war. Jedenfalls finde ich gut, dass hier keine Bären mehr gehalten werden und die Makaken ihre Ruhe haben. Sehr gut finde ich auch das Tropenhaus, welches wir danach erreicht haben. Zwar natürlich nicht annähernd so groß wie das Gondwanaland oder die Masoala Regenwaldhalle, aber das wichtigste Kriterium einer Tropenhalle ist erfüllt. Die Kamera beschlägt. Erst wenn man nichts mehr durch die Linse erkennt, dann ist man wirklich im Dschungel angekommen. Im Eingangsbereich des Tropenhauses befinden sich ein paar nette Terrarien mit braunen Anolis, Baumeidechsen, Kornnattern und auch einem schönen Aquarium. Im Tropenbereich findet ihr neben einer Anzahl an freilaufenden Vögeln auch die Anlage der Klammeraffen, die zwei Fingerfaultiere, die Erdmännchen und die süßen Zwergflusspferde, welche sich in ihren Immengehege aufgehalten haben. Auch hier muss ich einfach wieder sagen, dass hier was richtig Gutes auf die Beine gestellt wurde. Nun haben wir eine Sackgasse erreicht und mussten bis zum Affenhaus zurückkehren, um in den nächsten Bereich des Parks zu kommen. Doch dieser zeigt leider die schlechten Seiten des Parks. Denn hier ist der Bereich der Großkatzen und diese ist teilweise nicht mehr zeitgemäß. Dies fällt gerade bei der Anlage der persischen Leoparden auf. Ja, hier leben nur noch zwei Leoparden und die Leopardin ist laut Infotafel die älteste im europäischen Zuchtbuch. Aber ist das eine Ausrede für so ein schwaches Gehege? Bei weitem nicht. Ihr findet hier auch noch die Anlage des Amur-Tigers, welches um einiges größer ist, doch dieser wollte sich nicht vor der Kamera zeigen. Lassen wir die Großkatzen hinter uns, sieht es bei der Kleinkatzenanlage schon wieder um einiges besser aus. Auch wenn es hier wieder sehr ähnlich wie bei der Affenanlage aussieht. Auch wenn die Käfige um einiges geräumiger sind. Vorbei geht's nun am Gehege der Nasenbären, weiter zum Eiszeitspielplatz, welcher im Sommer 2022 fertiggestellt wurde und wirklich fantastisch aussieht. Hier können sich die Kleinen austoben und nebenbei noch eine tolle Voliere mit Zieseln, Alpensteinhühnern und Landschildkröten anschauen. Dies klingt zwar total verrückt, aber durch die verschiedenen Ebenen in der Voliere ist das toll umgesetzt. Im letzten Bereich des Parks folgen nun noch einige Gehege mit allerlei Huftier. Zum Beispiel dem Somali-Wildesel, dem Kulan oder auch Hirschen. Ein besonderes Erlebnis hatten wir hier bei den Trampeltieren,
denn diese hatten starkes Interesse an einem fremden Eindringling. Aber seht selbst. Der Weg führt uns nun vorbei an der Baustelle der Steinböcke und Geladas, zurück zu den Hyänen. Doch bevor wir den Park verlassen, wollen wir noch den letzten Abzweig zu den Greifvogelvolieren machen, wo ihr zum Beispiel den Wüstenbossard sehen könnt. Haben wir denn nun endlich alles gesehen im Tierpark Chemnitz? Nein, denn dieser bietet tatsächlich noch mehr. Das Wildtiergatter Oberrabenstein, nur wenige Kilometer vom Tierpark entfernt, bietet euch auf 35 Hektar Fläche einige europäische Bewohner. Darunter zum Beispiel Dammwild, Karpatenluchse, Wiesente, Schleiereulen oder auch europäische Wölfe. Leider muss man sagen, ist die Anbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht sehr gut, weswegen ein Besuch ohne Auto relativ schwierig wird. Aber wieso würde ich euch denn jetzt eigentlich den Tierpark Chemnitz empfehlen? Man muss wirklich ehrlich sein. Es ist nicht unbedingt ein toll gestalteter Park. Es gibt nicht besonders seltene Tierarten. Es gibt auch nicht die typischen Publikumsmagneten, wie zum Beispiel Elefant, Bär, Pinguin oder auch Giraffe. Und die Haltungsbedingungen, ja, die sind gutes Mittelmaß. Leider halt auch manchmal echt darunter. Also muss man doch sagen, ist der Tierpark Chemnitz eigentlich ein durchschnittlicher Tierpark? Ja, das ist er. Und trotzdem schafft er das, was viele kleine Zoos nicht schaffen, nämlich aus der Masse herauszustechen. Eine solche Sammlung an Amphibien ist extrem selten. Wenn man im Park ca. 200 Tierarten anbietet und 60 davon sind Amphibien, dann ist das extrem nerdig. Und damit sticht man aus der Masse heraus. Auch das Tropenhaus ist etwas, das man bei einem Tierpark dieser Größe nicht erwartet. Dazu kommt dann noch eine zentrale Gastronomie mit viel Auswahl und genug Sitzmöglichkeiten und saubere Toiletten. Und schon kann man hier einen wirklich tollen Tag mit seiner Familie verbringen. Erwähnen möchte ich gerade hier auch noch, wie der Tierpark Chemnitz mit seiner eigenen Vergangenheit umgeht. Denn was andere Zoos und Parks gerne ausradieren und abreißen würden, wird hier auch noch präsentiert. Die Rede ist vom alten Bärenhaus direkt am Imbiss. Hier wird nicht nur gezeigt, wie furchtbar Bärenhaltung mal ausgesehen hat, nein, ihr könnt auch selber in die Käfige gehen und euch der Enge aussetzen. Ein weiterer Punkt, an dem man den Umgang mit der Vergangenheit erkennt, ist ein alter Zwinger am Ententeich. Komplett ab von irgendwelchen Gehegen wurden hier früher einmal Leoparden gehalten. Der Tierpark würde dieses Haus gerne abreißen, aber es dient leider im schlimmsten Fall immer noch als temporäres Ausweichgehege. Trotzdem finde ich aber ziemlich gut, dass darauf hingewiesen wird. Bei all den Lobpreisungen darf man aber trotzdem einige Dinge nicht außer Acht lassen. Die Gehege sind an einigen Stellen wirklich nicht schön, gerade bei den Großkatzen. Allgemein hat man wirklich das Gefühl, dass hier ein frischer Anstrich her muss. Ob das jetzt die Gitter bei den Affen sind oder die ganzen Vogelvolieren. Ja, es wird viel gebaut, aber es ist auch noch viel Arbeit da und deswegen wirkte es ein bisschen wie ein Flickenteppich. Oh, schau mal hier, ein alter Affenkäfig. Und da eine alte Vogelvoliere. Oh, und hier eine schöne neue Anlage für Stachelschweine, die toll dekoriert ist. Direkt neben alten Vogelvolieren. Der größte Minuspunkt für mich ist allerdings die Präsentation des Tierparks. Ich habe mich im Vorhinein gefragt, wieso hat dieser Tierpark laut Wikipedia im Jahr 2018 nur 135.000 Besucher gehabt? Und dann besuchen wir den Park und sehen den Eingang, der eher an eine Gartensparte erinnert als an einen Tierpark. Und dazu noch diese furchtbar altbackene Internetseite, die seit fast einem Jahr nicht aktualisiert worden ist. Und dann denkt man sich, ja, von nichts kommt nichts. Habt ihr jetzt Lust bekommen, den Tierpark Chemnitz zu besuchen, könnt ihr dies täglich ab 8 Uhr morgens machen. Schließzeiten sind abhängig von der Jahreszeit. Tickets kosten pro Erwachsener, und jetzt haltet euch fest, 6 Euro. Und zwischen 3 und 16 Jahren 3 Euro. Findet ihr das auch zu günstig? Ich irgendwie schon. Wollt ihr das Wildtiergatter besuchen? Kostet euch dies
3 bzw. 2 Euro Eintritt. Wart ihr schon einmal im Tierpark Chemnitz? Wenn ja, wie hat euch der Tierpark gefallen? Schreibt es doch mal in die Kommentare und wenn ihr dabei seid, lasst doch gleich ein Like und ein Abo da für mehr Zoo-Content. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, von nah zum Zoo.